Zeitreise zurück in die Anfangszeit der PlayStation 3. Wir spielen Heavenly Sword mit dem Experten für Schnittwaffen aller Art, Christian Fritz Schneider. Und dem Freund rothaariger Damen, Michael Obermeier. Hallo. Ist übrigens gelogen, nicht, dass sich jetzt irgendjemand die Haare rot färbt. Nein, ich liebe alle Frauen. Wir spielen Heavenly Sword, einen PlayStation 3 Klassiker von einem meiner Lieblingsentwickler, nämlich Ninja Theory. Weil der Fritz und ich haben zur E3, zur Gamescom, den Trailer zu Hellblade gesehen und dachten wir beide, boah, das ist ja bestimmt eine Fortsetzung zu Hellblade, aber zu Heavenly Sword ist aber gar nicht so, ne? Ja, sie haben gesagt, das hätte gar nichts miteinander zu tun, sei nicht mal eine Fortsetzung im Geiste, obwohl es doch sehr ähnlich ist vom Stil, zumindest von den ersten Artworks. Aber wir haben die Gelegenheit trotzdem genutzt, das Spiel hier mal rauszukramen. Weil du hast es gar nicht gespielt. Genau. Ich habe es vor Ewigkeiten mal gespielt. Ich bin nicht mal sicher, ob durch. Habe es aber in guter Erinnerung gehabt. Und ja, wir wollen es einfach mal anschauen und nehmen euch da mit. Und weil wir es nicht besser hätten timen können, ist wohl auch diese Woche erst der offizielle, was ist das, Anime oder Animationsfilm? Am 2. September ist der CGI-Animationsfilm zu Heavenly Sword rausgekommen, der der Geschichte des Spiels verhältnismäßig stark folgt. Könnt ihr euch aber die Kohle sparen, einfach bei uns gucken. Ab geht das. Wir spielen es jetzt wohl auf Englisch mit deutschen Untertiteln, weil englische Fassung wird die Hauptfigur von Anna Torv gesprochen. Yes! It was written that 23 years ago, in the year of the Fire Horse, a deity would be reborn in the body of a mortal man. A savior. Destined to unite our people and show us the way to the promised land. Instead, I was born from my mother's dying body, and my people wept. They said I was a portent of doom. Maybe they were right. Schon wieder so eine Sexisten-Scheiße. So, ab geht das. Das hat jetzt ein bisschen was von Dynasty Warriors. Ja, ist aber nicht unbedingt Kern des Spiels, das, was wir jetzt gerade sehen. Die Anna Torv, wer nicht weiß, wer das ist die Schauspielerin aus der Serie Fringe. Genau, die Hauptdarstellerin. Olivia Dunham spielt. Die mögen wir beide sehr gerne, weil wir auch die Serie sehr mochten. Kann man die denn nicht mögen? Und hier spricht aber noch eine andere Person, beziehungsweise hier schauspielert auch noch eine andere Person mit. Die sicherlich auch viele kennen werden. Andy Serkis, der den Gollum unter anderem spielt oder auch in dem vorletzten Planet der Affen-Filme diesen Affen spielte, den man allerdings nie sieht. Oder der in einem anderen Spiel auch den Affen spielt. Genau. Dass du so sehr Slave, magst. Dass genau. Es die auch im Kanal gibt. Wahnsinn. Es ist, wir mussten dieses Spiel spielen. Mein Clan believed this sword was forged in heaven for a deity. No mortal may wield it in battle without its power draining their life. The clan's duty is to protect the sacred weapon. Even in our darkest moments, the sword was never to be used. But I wielded the heavenly sword, savored the grace and fury in my blows, never once forgetting what I was offering for such power. Days ago, I made my fatal choice. The pact is at an end. Now I must pay the price. Cool. Seldom listen. There was a time when I would have welcomed death, but now I would walk through hell for a chance to change this. No! No, wait! Mm-hmm.
Why have you taken me now? Please. Send me back. Let me go. Without me, they will perish. Answer me! I am not ready to die. Not yet. Ah, okay. Jetzt landet man erst im Hauptmenü. Dann okay. Mache ich jetzt Kapitelauswahl. Kapitel 1. Ui, das ist ja cool. Cool, gell? War das sogar ein Launch-Titel von der PS3? Nicht ganz. Also in Europa ist sie dann im März erschienen, 2007, und das kam dann, soweit ich weiß, im September, aber okay. Zumindest im gleichen Jahr. Ein King von einem distanten Land sucht das heavenly Sword. Er sucht es als ein Symbol seiner Dominanz über meinen Clan. Und mit ihm seine Dominanz über das Land. Bohan has hunted us for months, and he is relentless. My people are great warriors, but we cannot run forever. Kai! I don't like these drums. I don't like them. We've got to get to the fort. Now! We'll be trapped like rats in here. Even rats can become tigers when trapped. And tigers make great trophies when skinned. Enough! Climb the walls and keep watch. As you command, Father. What are you waiting for? Barricade the doors? Yes, Master Shen. Geschickt. Hm. Ah, das könnten wir auch. So sportlich, wie wir sind. So, das haben wir eben schon gehabt. Das ist so ein... Der eine Schlag. Das sind zwei unterschiedliche Kombos, oder? Okay, ich kann mit dem einen Stick so laufen, mit dem anderen, ui, wie in Diablo ausweichen. Das ich ja auch gerade fleißig spiele. Mit X nutze ich Gegenstände. Okay. Blinkte gerade nochmal, so heißt es dann im richtigen Moment drücken. Okay. Das ist komisch. Nochmal zur Erinnerung, wer sich wundert, warum das vielleicht nicht ganz up-to-date aussieht. 2007. Ja. Einer der ganz frühen PlayStation 3 Titel. Und die Gesichtsanimationen sind voll cool. Ja. Richtig, richtig gut. Hier werden ein paar Szenen kommen, wo man aus dem Staunen nicht mehr rauskommt, wie gut das mit den Gesichtern für damalige Verhältnisse gemacht ist. Mhm. Richtig, richtig cool. Der Bohan ist übrigens der Andy Serkis, der dicke König da, der diesen Vogel auf dem Rücken hatte. Ach der? Ich dachte, das wäre der in dem Wagen gewesen. Ja, das war doch der gleiche. Nee, der eine war doch so ein Digger. Nee, ach so, nicht der Dicke, der aussieht wie ein Ninja Turtle als so, Mensch, ja. Der diesen Schild auf dem Rücken hat. Der nicht, nee. Oh, guck mal, du hast ihn mit dem C gehauen. Ah, nee, er hat nur so getan. Okay, wenn sie nicht angreift. Na, Rico. Heißt, warte mal. Ah, das ist ja idiotensicher. Wie soll ich jemals besiegt werden? Eine Sekunde später. Zack. Game over. Ist es jetzt hier so, end the supply of mindless minions, damit die Steuerung lernen? Ja. Das weiß ich nicht genau. Ich morde hier einfach mal so ein bisschen. Das ist schon lange, lange, lange her. Die, das ist auch eher ungewöhnlich, dass das sind zwei weibliche Hauptfiguren. Sie hier und die Kai. Ja. Wo hat man das schon mal in einem Spiel, in einem wirklich teuren Spiel? Wir haben ja auch eine Kai mit Zopf in der Arbeit. Ja, ich meinte eine hochwertige Produktion. Ach so. Kai ist ja wohl Qualitätsware. Kann man auch nichts sagen. So. Schade, dass die beiden danach nie wieder aufgetaucht sind.
Aber andererseits muss man auch gestehen, diese Industrie hat deutlich zu wenig muskelbepackte, Gasmasken tragende Affen. Ja, das, da nach denen sich alle sehnen. Ja. So, führen Sie Trefferkombos ohne Gegentreffer aus, um Glyphenpunkte zu... Ja, hallo. So schnell kann ich aber mit Lesefinger nicht lesen. Aber wir sehen es ja unten. Da lädt sich sowas so ein Balken auf. Ja. Ist das so ein bisschen wie das Kampfsystem von Arkham, dass ich je öfter ich oder je länger ich fehlerfrei kämpfe, umso gemeiner. Also ich glaube, du kannst dann zumindest an diesen Punkten, damit kannst du wahrscheinlich dann irgendwelche Special Moves lostreten. Wie gesagt, das ist alles viel zu lange her, als dass ich da irgendwelche Details wüsste. Was die Spielmechaniken und so angeht. Fragen Sie bitte jemand anders. Oh. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die nur mit dem Dreieck so am Boden fällen kann. Ob das immer geht. Sie hat ihm zumindest mächtig in die Eier getreten gerade. Ich wackel hier mit dem Controller gerade mal so rum, weil ich hatte irgendwas in Erinnerung, dass dieses Spiel berüchtigt dafür ist, dass es so eine komische Six-Axis-Funktion hat, die alle in den Wahnsinn getrieben hat. Ja, das ist eins von den frühen Spielen und da hat ja Sony sehr diese Six-Axis-Bewegungssteuerung fokussiert. Schau mal, er muss in der Ecke stehen und die Wand angucken. Oh komm, und mit. Kämpfen alle. So wie bei dem Lair, diesem Drachenspiel. Das Factor 5 auf dem Gewissen hatte. Ja. Die Macher, die eigentlich so tolle Star Wars Actionspiele gemacht haben und da mussten sie Lair machen. Und sie durften keine Gamepad-Steuerung einbauen. Das durften sie dann erst später per Patch nachreichen. Ganz tragisch. Dadurch wurde es zwar auch kein sonderlich gutes Spiel, aber boah. So, irgendwas ist gewonnen. Wir haben gewonnen. Das finde ich gut. Shen. He has always been my tutor first. And my father second. My accursed birth. And the death of my mother. Are hard for him. I fear that part of him can never truly forgive me for that. Look, another wave approaching. Jetzt mit dem Six Axis kommt noch. Okay. Also es ist tatsächlich drin. Echt total cool aus. Ich mag auch das Szenario total. Ach. Ninja Theory. Ja, typisch Ninja Theory. Super schöne Spiele, schöner Look. Keiner kauft's. Das ist auch geil, oder? Das Talent muss auch erstmal haben. Komplett immer an der Zielgruppe vorbei zu entwickeln. Aber das Schöne ist, irgendwie ist dann doch noch eine Seele in dieser Industrie drin. Ja. Denn die dürfen immer weitermachen. Irgendjemand gibt denen immer wieder Geld. Ist so toll. Jetzt ja wohl nicht mehr. Also das Hellblade erscheint ja jetzt wohl so independent. Ja, stimmt. Aber selbst das kriegen sie irgendwie hin, das noch finanziert zu kriegen. So zumindest die Theorie, ja. Aber das Hellblade scheint ja auch eher so ein Episodending zu werden, ne? Das mag sein. Also es wird auf jeden Fall was Kleineres werden und dann wahrscheinlich in Episoden kommen. Ein Wirk tötet den Gegner. Drücken Sie... Okay. Au! Benimm dich! Wie habe ich denn das gemacht? Was denn? Diesen perfekt abgepassten Konter. Naja, in dem Moment, wo er zugeschlagen ist, hast du halt die Verteidigungstaste gedrückt. Aber die Verteidigungstaste ist doch auch die Angriffstaste. Dann, warte, ich will das nochmal machen. Die fallen hier schon alle so von selbst um. Aber der geht doch noch. Lass ihn nochmal üben. Ah, der liegt. Die Sachen haben dann keine Untertitel, ne? Nee. Diese Sprüche, die sie zwischendurch so bringen. Bla bla, Ehre, Vorfahren, bla bla. You know why this is happening, don't you? Now is not the time. We cannot afford to fight amongst ourselves. Let him speak. You know as well as I do. We all know who brought this curse down upon us. I am no curse. Enough!
This war is of one person's making, that much is true. But that person is not Noriko. This. Come on, Shen. How long have we known each other? Stop hiding from the truth. It's King Bohan's war. Even as an arrogant young prince, he was capable of cruelty beyond measure. Now he commands an entire army. We fight together or we die alone. And that means all of us. Assassins. Approaching from the forest. Kai. Kai. Listen to me, Kai. I want you to climb the trees and shoot at any soldiers you can see. Can you do that for me? Twin Twan. Is it playtime? Yes. Okay. Noriko. Where do you think you're going? Wird sie jetzt Noriko oder Noriko ausgesprochen? Kommt wahrscheinlich darauf an, wer es sagt. Ihre Freundin nennen sie Noriko. Jetzt kommen wir zum Six Axis. Ah, okay, wie? Glaube ich zumindest. Ich habe keinen Six Axis. Nee, ich kann es im Controller. Ich dachte, ich damit, das ging mit Six Axis. Da habe ich mich gehört. Kannst du irgendwie zoomen? Den Zoom. Ah! Okay, das ist ungewohnt. Wir, da brauchen wir noch mehr als einen Treffer. Schon verloren, oder? Nee, der gilt bloß als verfehlt. Was? Ach so. Ja, ha. Mehr Einblendung, bitte. Was ist denn das? Was denn? Du musst halt die Taste gedrückt halten, wenn du schießt. Und jetzt kannst du es mit dem Six Axis machen. Ach so. Jetzt so. Headshot ins Knie. Nein! Oh, das ist ja schon cool. Oh. Genau in die Hand. Habe ich den begrenzt Pfeil? Nee, oder? Du musst sie bloß schnell genug ausschalten können. Nimm ihn da hinten. Ah, schade. Kai must do better. Boah, die Sau. Oh. Hab ich ausgetrickst. Den hier vorne? Das gibt's doch nicht. Ja, wer keine Playstation hat und sich fragt, warum das so komisch funktioniert, das läuft jetzt über diese Six-Axis-Steuerung. Also Michi steuert das nicht mit den Sticks, sondern bewegt das Gamepad. Stellt euch einfach vor, wenn in der Sitcom Leute die Regieanweisung kriegen, spiel mal Videospiele und die dann immer so Lenkbewegungen machen und man sich denkt, boah, ihr Deppen. Das ist so komisch, selbst bei Big Bang Theory machen sie das so, wo du echt so denkst, es kann doch nicht sein. Ihr könnt doch nicht eine Serie für die Zielgruppe, die zumindest mit der Zielgruppe groß geworden ist, machen und dann so einen Scheiß einbauen. Nein! Oh Mann, das war echt gar nicht so einfach. Nee, ist nicht einfach. Wie gesagt, du kannst natürlich auch versuchen, es einfach zu zielen. Ne? Also musst jetzt nicht immer... Boah. Oh oh, keine gute Quote. Da ist noch einer. Ah, schade. Darf ich mal probieren? Moment, warte. Da, mach. Okay. Ich merke schon wieder, wo das Problem ist. Er sitzt wie üblich vor dem Monitor. Oh. Ach Gott, ist ja auch noch invertiert. Boah, das muss man aber doll hin und her ziehen, ne? Ja. Ja.
Rechner auf. Boah, ist das schwierig. Boah. Können Sie das bitte als einzelnes Spiel verkaufen? Ja, also weiter nach unten zielen. Ja. Bonnie, er ist ja sogar noch gefangen. Ja. Oh, komm. Ja. Skywalker, sie haben ihren Zielcomputer ausgeschaltet. Nein. Aber man kann ihn nicht wieder hochziehen, ne? Nee. Zieh hoch, bin fast da. Bin fast da. Ah, was drehst du denn, das Ding invertiert? Verfehlt 15. Wahrscheinlich sind im Dorf jetzt alle tot. Ist da noch wer? Irgendjemand schreit noch. Oh, fangen die restlichen Soldaten. Ich probier's mal wieder. Ach, jetzt muss ich mit Nadiko. Ach nö. Weil wir so schlecht geschossen haben, muss ich die jetzt alle auch mit der Hand verhauen. Kann man von oben angreifen? Okay. Okay. Da hätten sie eigentlich auch glatt den Angriff auf eine Taste legen können, ja, oder? Aber es gibt Kombos. Was war das für schnelles? Wenn ich schnell die Tasten drücke, wenn ich so taumel, dann erhole ich mich schneller, als wenn ich das nicht sehr schnell mache. Also es gibt schon so ein an den Gegner ranspringen Kampfsystem, oder? Ja. Warte mal. Hab ich denn das eben mit diesem... So geil, wie diese Leuchteffekte. Die blauen, die sehen aus wie von der PlayStation 2, ne? Ja. So ungefiltert. Ja, aber trotzdem wird doch das ist ein bisschen komisch, dass das nächste jetzt hier, das Hellblade, von ihnen selber gemacht wird und trotzdem PlayStation 4 exklusiv ist. Mhm. Es wird vermutlich halt, es gibt ja, also sowohl Microsoft als auch Sony haben doch da ihre Indie-Programme. Mhm. Und da wird es bestimmt natürlich irgendwie finanziellen Boni geben. Also die werden das... Aber läuft das richtig in dem Indie-Programm bei denen? Ich dachte schon. Das war zumindest eben... Bei Sony betonen sie das ja nicht so richtig mit einem bestimmten Titel. Bei ja. Xbox ist es ja dieses ID at Indie, genau. Xbox. Ja. Oh. Schon was los hier, oder? Ich glaube, der Fehler ist, ich muss die eigentlich, wenn ich die niedergeschlagen habe, sofort abstechen, weil sonst stehen die wieder auf. Das ist eine Möglichkeit. Aber jetzt geht's schon besser mit den Kombos. Sehr gut. Ach, schade. Der Fehler war wieder, wie immer, zu viel gewollt. Oh, Alter, Bam! Falter. Voll aus dem Bild getreten. Wie kriegst du den mit dem Schild? Oh, cool. So. Perfekter Konter. Ich glaube, der Fehler ist halt echt, dass ich zu viel... Oh, das war nicht so gut. Wieder zu viel einfach Button gemasht hat. Du musst einfach den Gegner kommen lassen und ja, so ein bisschen wieder im Takt bleiben. Ich glaube... You may collect the bodies of your men and give them a dignified burial. Ist denn Kai ihre Schwester? Nee. Okay. Ich glaube, die ist irgendwie so ein Mündel, was der Clan aufgenommen hat oder okay, so. I've had a recurring dream. Kann ja höchstens die Halbschwester sein. In my dream,
I see my father. He is standing above me. He raises the sword above his head. I try to call out to him and tell him to stop, but the sword strikes down. You are needed, Nariko! Get up here! Ja, wie wir da hochkommen, das schauen wir uns dann in der sensationellen zweiten Folge von Heavenly Sword an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Ciao. Tschüss.